Hallo und herzlich willkommen bei den aktuellen Geschehnissen zu Daylight. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum wir hier gespawnt sind. Wir waren doch schon längst beim... Lalalalalalala. Hallo? Beim... einer weiteren Folge. Geh weg! Fick dich, du Alte! Ich hab die scheiß Flamme an! Fick dich! Ja, Flammen! Ja, Flammen, Fackeln! Hier, geh sterben, Mumi! So. Und das ist nur eine Testaufnahme, weil ich nochmal hinspielen muss zu den ganzen Sachen. Ich brauche noch eine Seite. Hallo? Ich weiß auch gar nicht, was das Bedrohungsschild unten bedeutet. Das bringt mir überhaupt nichts irgendwie weiter oder so. Waren wir hier schon im Keller? Nein. Hier, geh sterben! Ja! Nein, kein Keller. The Citrull is here. Geh weg, Kakoma, geh weg. Oh, Gott sei Dank. Kakoma, geh weg, du Kakoma. Nein. Warte mal, war das runter? Ja! Du Kack-Oma! Oh. Ja, und damit willkommen zurück zu Daylight. Ja, ihr seht's, oder beziehungsweise ihr hört's, ich habe eine andere Soundqualität. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich schon die Geschehnisse gesehen, die mir passiert sind, oder beziehungsweise im Spiel passiert sind. Warum ich eine andere Soundqualität habe, liegt daran, dass mein Ständer von meinem Standardmikrofon, was ich immer nutze, kaputt gegangen ist und ich das Mikrofon leider nicht irgendwie so positionieren kann, dass ich es großartig nutzen kann. Das hat einen Nachteil, denn erstens übersteuere ich teilweise mit dem Mikrofon, was ich jetzt nutze, wenn ich lauter bin. Ich habe es aber schon versucht, so einzustellen, dass man, weil ich bin gerade über mein Headset ist im Controller drin, so rum. Und, ich habe schon versucht, so Mikrofonpegel und Lautstärke vom Spiel so anzupassen, dass ich halt nicht relativ laut werde. Ich versuche mich natürlich anzustrengen. Und zweitens ist es hell draußen. Ihr seht, es ist noch ein bisschen hell. Lampe ist auch an. Das lasse ich auch so, weil mich stört das nicht großartig für die Atmosphäre und für die Stimmung. Ich bin trotzdem voll dabei für euch. Und ich hoffe, das akzeptiert ihr so. Ich muss mal schauen. Ich wollte sowieso mir irgendwann demnächst mal vielleicht mal ein neues Mikrofon holen. Let's Play Mikrofon oder so. Was dann irgendwann mal meins sein wird. Ich muss mal schauen. Ich guck mal. Ich hoffe, das reicht für euch auch so für Videoqualität und für Soundqualität. Und dann schauen wir mal. Weiter geht's. Dr. Mercer. Das Wartungspersonal hat die von Ihnen angeordneten Arbeiten in dem Büro abgeschlossen. Außerdem habe ich sichergestellt, dass jeder Teil des Projektes von einem anderen Angestellten erledigt wurde, wie Sie es gewünscht hatten oder haben. Ihr neuer Schreibtisch sollte nun voll funktionsfähig sein. Judy. Hallo? Judy? Häftling 85 war die gesamte letzte Woche unter meiner direkten Aufsicht. Sein Verhalten ist unverändert. Er scheint sich eine Art Virus zugezogen zu haben, aber der Fieber auslöst und ihn zu zusammenhanglosen Gefasel treibt. Er wird derzeit von den Schwestern behandelt. Ich werde seinen Zustand neu bewerten, sobald die Untersuchungen abgeschlossen sind. So. Ja, ich musste ja, ihr habt es jetzt gesehen wahrscheinlich, ich habe es ja davor geschnitten. Und zwar habe ich
Ja, das zu der Position, Freunde, zu der Tür. Durfte ich nochmal hinspielen, weil das Spiel da nicht gespeichert hatte. Und ja, da ging mir die Omi schon tierisch auf die Nerven. So, Patient 9F wurde mit Verbrennung auf über 60% seines Körpers eingewiesen. Hauttransplantationen wurden angeordnet. Der Patient verweigert die Behandlung und spricht ständig von Visionen, aber wir werden dennoch fortfahren. Manchmal geht es nicht darum, was der Patient will, sondern darum, alles zu tun, um ihm zu helfen. Okay, hallo? Huh, ich hatte vorhin mal ausnahmsweise. Ja, hallo? Ich hatte vorhin unabsichtlich das Spiel auf Real 3D gestellt. Das kann man ja machen. Man kann das Spiel ja auf 3D stellen. So, Patient 13. Was für eine unheilverkündende Zahl. Aus Krankenhausaufzeichnung geht hervor, dass diese Nummer zumeist besonders schweren Fällen kennzeichnet. Und der aktuelle Fall ist keine Ausnahme, wenn man die Umstände ihrer Geburt in Betracht zieht. Ich sehe viele Einrichtungen, schlechte Entscheidungen und noch mehr in ihrer Zukunft. Manchmal frage ich mich, ob das innere Chaos in manchen jenseits aller menschlichen Hilfen ist. Bestimmt Dr. Mercer geschrieben. Dr. Mercer. Dr. Mercer. Okay, ich bin hier, Omi. Wo bist du? Omi, ich bin hier. Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Da ist noch ein Zettel. Lalalala. Ju oh, Judy schon wieder. Judy. Judy. Vor kurzem ist mir zu Ohren gekommen, dass ein Großteil des Personals, einschließlich dir selbst, ein wenig zu gerne dem Verbreiten von Gerüchten frönt. Ich muss dich doch nicht daran erinnern, wie gut es dir und den anderen hier geht, verglichen mit dem krankheitsverseuchten Festland, oder? Ja, wir hatten einige Probleme mit den Insassen und mit einigen unserer ungewöhnlicheren Patienten. Ja, manchmal mussten wir zu drastischen Maßnahmen greifen, um mit ihnen fertig zu werden. Aber ich brauche die Unterstützung von allen, wenn dieser Ort bestehen bleiben soll. Ich tue alles, was ich kann. M. Punkt. Die liebe M, bestimmt die Martha. Die heißt bestimmt Martha. Warum kleben denn meine Finger so? Irgendwie kleben meine. Ich habe keine Ahnung, meine Finger kleben voll. Bitte jetzt keine obszönen Anspielungen irgendwie. Ja, was ich vorher getan habe vor dem Let's Play. Nein, lass es. Walter Mercer steht hier dran. Walter Mercer. So, ich weiß ja, was jetzt hier passiert. Surprise. Surprise, Motherfucker. Lalalalalala. Oh nein. Ich habe schlechte Erinnerungen an diesen Zellenblock und an diesen. Boah, ich hoffe, wir kommen da schnell durch. Also ich versuche so schnell wie möglich hier durchzukommen, weil das ist die Hassstelle Nummer 1 im Spiel. Hallo? Hallo? Ja, juhu, da ist nichts drin. Da ist schon mal eine Seite. Omi? Omi? So, Datum 17. Juni 1931. Betreff Bert Augustines Verschwinden. Bert Augustine ist seit fast 2 Wochen nicht mehr zu seiner Schicht angetreten. Sein Vorgesetzter dachte, er hat die Arbeit hingeschmissen, da sich Mr. Augustin mehrmals darüber beklagt hat, weibliche Stimmen in den Gängen zu hören. Ein Wartungsmitarbeiter, der an dem Rost am Abwasserzugang entfernt hat, hat jedoch einen schrecklichen Gestank aus dem Tunnel bei den Docks gerochen. Als er sich aufmachte, um nachzusehen, fand er Mr. Augustin verstümmelte Überreste. Ich höre die Musik im Hintergrund. Hallo?
Omi, ich hab dir nichts getan. Ich will. Okay, das ist schon mal gut. Eine Sackgasse. Das ist gerade dahin gefallen, ne, oder? Ich meine, ich habe. Hallo? Geil, zwei Seiten schon. Wie ich mich freue, dass wir zwei haben. 20. Oktober 1910. Captain Alex Senior. Häftling 203 hat sich heute Abend kurz bevor die Lichter ausgingen geweigert, ruhig zu bleiben. Er hat irgendwas über einen dunklen Schatten geschrien, der ihn holen kommen würde oder etwas ähnliches. Der verrückte Mistkerl hat die anderen Insassen ganz nervös gemacht. Ich habe mich entschlossen, ihn einen Monat ins Loch zu stecken. Baxter wird ein Auge auf ihn haben, während er dort unten ist. Lieutenant Paul Ackerman. Ackerman? Er hat es wieder getan. Er hat es wieder getan. Ich wusste doch, dieser Wächter nichts Gutes, dieser Wächter nichts Gutes im Schilde führt. Als ich gestern meine Medizin erhalten habe, habe ich einen Wurm im Kartoffelbrei gefunden. Widerlich. Ich weiß, dass es der Wärter ist, denn wenn er mir das Tablett mit dem Essen gibt, sagt er, iss auf, mein Liebe. Und er hat diesen hinterhältigen Blick in den Augen. Morgen steche ich ihm das Auge aus. So einen Staubsauger habe ich zu Hause auch. Oh, du Scheißspiel. Burning with anger, they reflect your disdain. Omi? Omi? Oh, Datum 16. Februar 1936 betreff James Strikers. Suspendierung. Officer Striker wurde vorübergehend ohne Bezahlung suspendiert. Derzeit findet eine formelle Untersuchung statt. Die Anschuldigung wegen brutaler Vorgehen gegenüber Häftlingen und Foltertaktiken auf den Grunde gehen soll. Die Untersuchung wird ausschließlich intern durchgeführt. Die Öffentlichkeit darf nur so wenig wie nötig erfahren. Hehe. Ich weiß, dass es irgendwo eine Tür gab. Wenn man die geöffnet hatte, kam die. Omi. Was ist gemein? Ohne Stream zu spielen? Ich glaube, ich muss gleich mal einen Schluck trinken. Ich habe irgendwie einen Frosch im Hals gerade. Oh, du Kackbratze! Okay, I can't go on like this. Mann! Mann! Oh, hab ich Gänsehaut! Du Kackoma! Ja, die Tür haben wir schon mal gefunden. Wir haben die Tür gefunden. It's gotta be key. I got the key, I got the la 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 la, I got the key, I got the... Warum ist denn hier so hell? Fick dich, du scheiß Oma! Fick dich, ich hab die Fackel! Wie soll sie ficken? Fick dich, du Oma! Wo ist sie hin? Ich hasse diese Passage, ich hasse diese Passage! Ich hasse diese Passage. Geh weg! Die waren doch sonst auch immer so. Mann, geh weg! Du
scheiß Kack-Oma. Ich verbrauche jetzt alle Fackeln, ist mir scheißegal. Ich will jetzt hier nur noch durchkommen durch dieses scheiß Kack-Level. Weg hier! Is there anybody in there? Is there anybody in there? Da ist die Tür. Ah, hier waren wir noch. Ah, ja, 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 ja. Oh, scheiße, habe ich vergessen zu lesen. Entschuldigung. I see it, sir. The Sigil, he's here. Ja, the Sigil is here. Mid Island Haftanstalt Nemo, zu Händen Personal. Das Wartungsteam hat Tests an den elektrischen Systemen des Gefängnisses durchgeführt. Es wurden keine Anzeichen für beschädigte Leitungen entdeckt. Der Hauptgenerator ist voll funktionsfähig. Sollte weiteren Probleme auftreten, empfehlen die Wärter, diese zu notieren und eine Nachricht bei der Verwaltung zu hinterlassen. Much brutality, corruption, and chaos. The curse grew stronger as time went on. With each year further tightening its grip, they built steel cages so weit to contain its resolve. Ne? Enslavement, isolation, reckless abandon, and this... Fick dich, du scheiß Oma! Fick dich, du scheiß Oma! I know there's somebody here. Ja, 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 wir haben die scheiß Stelle hinter uns gebracht. Ja, geil, geil. Ah, jetzt haben wir in Ruhe. I know there's somebody there. Keine Ahnung. Sieht aus wie Dean Martin. Ja, ja, Fackel. Gefängnisausbruch-Trophäe habe ich gerade bekommen. Gut, ich muss dazu sagen, habe ich ja, glaube ich, in einer Einfolge schon. Nein, ich will nochmal zurückblättern. Mhm. Nein! Guardians reflecting our fears, creating the illusion of control. Mann, ich wollte eigentlich noch die Seite nochmal... You and I can identify with that. Nein! Ach, scheiße, wo kann man denn? Kann man nicht nochmal lesen? Irgendwo konnte man nochmal lesen. Fuck. Ich würde sagen, wir gehen in einer weiteren Folge hier an dieser Stelle einfach mal weiter und dann, ja, sehen wir uns wieder. Bis demnächst. Bye, Daylight. Ciao!